wir haben jetzt wieder so ein schönes Grillfenster gemacht, weil das letztes Jahr so gut angekommen ist. Wir haben von süß bis herzhaft eigentlich alles dabei. Also eine gefüllte Banane haben wir dabei mit Schokolade. Also meine Lieblinge sind zum Beispiel Pikandu mit Schokolade oder auch Pikandu mit Aiwa. Man kann immer kreativ sein, immer mal wieder was Neues sich überlegen. Also man hat quasi keine Grenzen. Regionalen Käse haben wir auch. Wir haben auch extra einen Aufbau gemacht mit regionalem Käse, also so unsere Heimatkäse. Wir haben über ein Tablet eine App. Da können wir unsere PLU-Nummern eingeben, einen Bon rauslassen. Den kleben wir dann auf den Käse drauf und da steht dann halt für den Kunde drauf, welcher Käse das ist, also der Name vom Käse und wie viel Fett der hat, wo der herkommt, ein paar Informationen für den Kunde. Das haben wir gemacht, weil viele sich ja nicht merken können, welchen Käse sie kaufen. Also mein absoluter Lieblingskäse ist der Gruyère, der kommt aus der Schweiz, ist in der Höhle gereift und schmeckt halt schön würzig, kräftig.